Herzlich willkommen zu einem neuen Video der RSFM. Ja, schön, dass Sie wieder bei uns sind. Heute geht es um das Thema Achtung, Bitcoin-Bären. Sie werden es bereuen. Wir möchten heute Ihnen in Ruhe zeigen, wo es hingeht. Wir hätten auch sicherlich einen anderen Titel wählen können, Crash und Rot und mit der Angst und mit der Gier spielen. Wir möchten Ihnen aber heute einfach neutral zeigen, dass vermutlich sehr viele Bären bald, ja, sich schon wundern, wo wir stehen werden. Wir werden es Ihnen gleich im Detail zeigen. Wir werden ebenso auch, ganz wichtig, bleiben Sie einfach bis zum Schluss dran, Ihnen heute im Detail mitgeben, warum das notwendig war, um jetzt übergeordnet deutlich höhere Preise zu sehen. Einfach dranbleiben, wie mal alles nach dem Intro. Herzlich willkommen zu einem neuen Video der RSFM. Ja, schön, dass Sie wieder bei uns sind. Wir schauen uns heute den Dow Jones an. Wir haben den Nasdaq mitgebracht. Wir haben die Bitcoin-Dominanz, wie die US-Dollar-Tether-Dominanz, die Others-Dominanz. Und wir schauen uns Bitcoin, Ethereum und Casper an. Wurde von Ihnen gewünscht. Wir gehen davon aus, dass Casper in Kürze einen sehr, sehr bullischen Ausbruch vornimmt. Dieser massive Abverkauf für Casper war notwendig, um ihn jetzt übergeordnet deutlich höher zu tragen. Auch das zeigen wir Ihnen gleich, wie wir das sehen. Schauen wir uns mal den Dow Jones an. Wir sind inzwischen long hier positioniert. Das heißt, sollte unsere Trendwendebox halten, sind wir ganz klar long positioniert. Sollten wir uns unterhalb hier dieser Struktur befinden, hier bei 37.900, werden wir das Ganze entsprechend verlassen. Das bedeutet, dass wir dann nicht im Dow Jones mehr dabei sind, denn dann wäre es hier für uns ein Strukturbruch und wir können dieses Setup nicht mehr halten. Solange wir diese Struktur aber halten, sind wir long positioniert und gehen übergeordnet sogar deutlich von höheren Preisen aus. Es gibt ja noch eine bearische Variante, die sehen wir aber aktuell noch nicht. Die würde sich dann aktivieren, wenn unser Stop-Loss getriggert wird und dann würden wir das Ganze bearish umbauen. Bis dahin halten wir das Ganze noch. Schauen wir uns mal den Nasdaq an. Wir haben hier nun entsprechend die erste Trendwendebox erreicht. Und ja, so etwas kriegen Sie bei uns im Detail in unserer Telegram-Gruppe. Wenn Sie das Ganze interessiert, schauen Sie unterhalb der Videosektion. Dort haben wir unsere Telegram-Gruppe als auch unsere Trading-Kurse. Als Links können Sie auch die Inhaltsvideos mal anschauen, wie das Ganze funktioniert. Und insgesamt sehen wir hier jetzt den Nasdaq etwas sich erholen. Um die Marke der 20.000, dort werden wir uns positionieren, short. Und dann werden wir den Markt hier beim Nasdaq shorten. Bis dahin haben wir jetzt Erholung und werden vermutlich auch im gesamten Crypto-Space Erholung sehen. Das zeigen wir Ihnen gleich. Und jetzt schauen wir uns nochmal die Bitcoin-Dominance an. Darüber haben wir gesprochen. Auch hier sehen wir unserer Meinung nach das, worüber wir gestern gesprochen haben, in der Möglichkeit auf dem 2-Tages-Chart, dass wir hier ein sogenanntes endendes Diagonal ausformen, das dazu führt, dass sich das Ganze beenden kann. Wie gesagt, wir haben hier nur die Möglichkeit, Sie sehen es in der Alternative, nochmal direkt hochzukommen. Wir sind sehr, sehr gespannt, wie sich das Final ausspielt. Und jetzt kommen wir zum wichtigsten Chart unserer Meinung nach. Wir haben ihn schön für Sie aufbereitet. Wir hoffen, der ist auch schön verständlich genug aufbereitet. Sie sehen nun, dass wir keine Welle 4 haben, sondern wir haben eine massive Dominanzentladung. Das bedeutet, wir haben hier ein 1-2-Setup und ein weiteres 1-2-Setup. Und dieser Peak hier, dieser war notwendig. Wir werden Ihnen das gleich zeigen. Es ist hier wirklich Millimeter, Zentimeter genau gefallen, dass wir exakt diese Struktur ausbauen, aber noch in der Bitcoin-Struktur bleiben, nicht ins Bärische drehen. Wir werden Ihnen das gleich im Detail auf den Zentimeter genau zeigen. Jetzt haben wir hier deutlich, deutlich höhere Kurse zu erwarten von der Gesamtstruktur. Bisher war die Möglichkeit, die wir gesehen haben, dass wir hier mit einer 1, 2, 3, hier in einer 4, die sehr, sehr häufig in einer Seitwärtsphase etwas up and down geht und in einer letzten fünfteiligen Impulsbewegung runterkommen. Nun hat sich aber der Chart komplett für eine andere Struktur entschieden, das mit dreifachen 1-2-Setups, eine massive Entladung, das war exakt dieser wilde Abverkauf, den Sie gesehen haben. Wir haben exakt beim 0618er FIP-Level des Golden Pocket entsprechend hier das Optimalziel heraus reagiert und nun sehen Sie bereits, dass wir schon wieder hier enorm nach unten abverkaufen und das zeigt uns ganz klar von der Struktur her, wenn wir diese zwei 1-2-Setups ausgebaut haben, was kommt danach, wenn wir, ganz wichtig, kein drittes 1-2-Setup ausbauen, eine starke Welle 3. Ja, das bedeutet, das ist exakt diese Wellen, worauf es ankommt, die für einen Ausbruch zuständig sind, diese starken Impulswellen 3. Ja, und wir brauchen diese Impulswellen auch, weil wir bei den ganzen Altcoins jetzt in den starken Impulswellen 3 auch sind. Ja, das bedeutet, mit fallender Dominanz und mit fallender
Bitcoin-Dominanz und fallender US-Dollar-Tether-Dominanz kriegen sie hier diesen Impuls rein. Und das ist die Begründung, warum es so massive Anstiege gibt. Wir haben mal ein paar Targets mitgebracht, Mindestziel 2,8%, wer sich da ein bisschen im Detail exakt auseinandersetzen möchte. Und bei 2,04 spätestens sind wir out of the market. Das heißt, wir sagen herzlichen Dank. Das mal für Sie dazu als Info. Wir möchten heute mal ein bisschen Mehrwert mitgeben. Lassen Sie dafür einfach gerne mal ein Like da. Wie gesagt, das ist hier unserer Meinung nach der exakte Gameplan für das Ganze. Dann schauen wir uns den Others Chart an. Den haben wir nun umgebaut. Die Alternative, die wir Ihnen gestern gegeben haben, die ist nun eingetroffen. Das war ebenso dieser Impuls. Wir haben diesen Impuls für uns nun beendet. Und nun ist unserer Meinung nach der Weg nach oben frei. Wir haben hier die Möglichkeit, massiv anzusteigen. Und schauen wir doch mal, wo wir hier insgesamt circa von der Struktur stehen. Wenn wir uns das mal anschauen, dann erwarten uns hier 340% im Volumen der Altcoins nach oben. Das ist extrem, extrem stark. Wir zeigen Ihnen jetzt mal, dass wir hier das letzte Mal, als beispielsweise Ihr Portfolio noch doppelt so viel wert war, ja, dann sehen Sie exakt 107%. Das ist sehr ähnlich, das können Sie auch sehr ähnlich, je nachdem, welchen Coin Sie entsprechend haben, sich mal so im Hinterkopf merken. Wie gesagt, ist nur eine mögliche Kennzahl. Ja, da bedarf es natürlich deutlich noch ein bisschen mehr. Aber wenn Sie jetzt mal ein grob durchschnittlich gutes Portfolio haben, dann kommen Sie circa mit diesen 100% gut aus. Und wenn Sie das Ganze jetzt nochmal, ja, was Sie damals hatten, nochmal um knapp 70% erhöhen, dann wissen Sie circa, wo Sie stehen. Wie gesagt, das kann man nicht exakt so benennen, aber einfach, dass Sie mal eine grobe Richtung haben, das sind mal erste Hinweise, wo es denn hingeht. Für uns geht es natürlich hier deutlich höher, ja, auch das schauen wir uns gemeinsam an, sind bis nach ganz oben 427 von aktuellem Kurs und von dem letzten Hoch sind es 150% Minimum. Wie gesagt, an Volumen, wie gesagt, kann man nicht 1:1 umlegen. Aber das einfach nur mal als grobe Idee. Dann haben wir Ihnen diesen Chart gegeben. Viele würden sich denken, okay, ist der jetzt invalidiert? Wo stehen wir hier? Unserer Meinung nach haben wir sogar die Möglichkeit, heute noch bis 2 Uhr in der Nacht hier zurückzukommen, in die Box hier rein. Ja, das hier ist eine sehr schöne Tageskerze und dann closen wir hier bei 58.000 und dann haben wir exakt dieses Szenario, denn der Bitcoin, der arbeitet sehr, sehr oft auch mit sogenannten Wicks. Diese Wicks sind normalerweise nicht erlaubt im Kryptomarkt und vor allem bei Bitcoin, wir haben das schon ein paar Mal gesehen, sind diese Wicks hier erlaubt und es zählt der geschlossene Kerzenkörper. Ja, das heißt für uns, wir können uns jetzt sehr gut vorstellen, dass wir jetzt hier nach oben kommen, in den Bereich der 58.000, haben sehr, sehr viel rausgewaschen aus dem Markt, neue Rekorde vermutlich fast schon geknackt. Also wir waren hier sehr, sehr stark unterwegs im 1.000-Millionen-Bereich, ja, waren es an Liquidierungen und jetzt arbeiten wir uns zurück und dann würden wir uns hier entsprechend die nächsten Wochen hier nach oben aufarbeiten. Das ist mal nach wie vor der Plan. Wie gesagt, der Tagesschluss ist entscheidend. Würde uns nicht wundern, wenn wir hier bei 58 circa die Tagesschlusskerze sehen. Dann schauen wir uns mal einen Detailchart an, den wir für Sie mitgebracht haben. Vermutlich sind wieder aktuell sehr viele bärisch unterwegs. Wir möchten Ihnen heute mal die Info geben, wie wir das Ganze sehen. Solange wir diesen Bruch, und jetzt zeigen wir diese Millimeterarbeit, was hier heute passiert ist, solange wir diesen Bruch nicht gesehen haben von 48.800 grob nachhaltig, braucht man sich über bullische Sequenzen, über bärische Sequenzen unserer Meinung nach überhaupt keine Gedanken machen und auch überhaupt nicht über Sekundärszenarien oder irgendwas, sondern für uns zählt rein der Bruch der 48.800er Marke. Sind wir darüber, sehen wir weiter in den Ausbruch, Sie sehen den Pfeil in Richtung der 100.000 Dollar und sollte er diese Marke brechen, dann sehen wir die 39.000 Dollar. Und das sind die wichtigsten Kennzahlen, die Sie benötigen. Und unserer Meinung nach ist alles andere sehr viel Crash-Propheten und Hokuspokus. Das sind unserer Meinung nach die aktuell wichtigsten Kennzahlen, die man benötigt. Wir möchten auch gleich Ihnen nochmal das zeigen im Detail. Wir stehen noch in der Struktur. Auch da gehen wir mal kurz ins Detail, dass Sie das mal sehen. Wir haben hier fast Millimeterarbeit betrieben, kurz vor dem Level gehalten. Und das war exakt das, was wir Ihnen mitgegeben haben, dieser Millimeter hier in der US-Dollar-Tether-Dominanz. Das ist hier der ganze Schlüssel und die ganze Magic in dem Markt hat perfekt funktioniert. Und nun, wenn wir, wie gesagt, hier nach unten durchstarten,
dann würde uns das nicht wundern, wenn die in den nächsten 1, 2, 3 Wochen deutlich höher stehen und viele waren zu diesem Zeitpunkt überhaupt nicht bereit. Sprechen wir nochmal kurz über den Bitcoin im Detail. Wie gesagt, sollten wir uns nach oben auflösen, erwarten wir hier die deutlichen weiteren Impulse und im Detail haben Sie es ja hier bereits schon bekommen. Dann schauen wir uns ETH an. Diesen haben wir nun uns auch unserer Meinung nach auch entschlüsselt. Das bedeutet, Trendwendebox hier perfekt abgearbeitet, komplett ausgefüllt und nun haben wir Platz auf der Oberseite bis knapp 9000 Dollar. Wir gehen davon aus, dass wir hier mit sehr bullischen Setups nun gestartet sind. Es ist ganz wichtig, wir haben vermutlich aktuell eine sogenannte parabolische Base. Ja, das würde dann circa so starten in der Base 1. Und in der Base 2 und dann würden wir hier die Anstiege sehen, dann gibt es hier nochmal so eine Seitwärtsphase und von dort geht es dann hier massiv nach oben. Wie gesagt, das mal als Möglichkeit für Sie. Von der Gesamtstruktur her, das sind die Trendwendeboxen, die Sie zu erwarten haben in der normalen, unserer Meinung nach, Ausprägung. Und dann sehen wir uns im Bereich der 9000 wieder für ETH und was die Altcoins in diesem Sektor machen und wo die Bitcoin-Dominanz hingeht, das zeigt der Chart hier von alleine, einfach umgedreht. Und dann verstehen Sie, die Dominanz fällt, ETH wird steigen plus die Altcoins in die Welle 3, passt zusammen mit der Welle 3 von der US-Dollar-Tether-Dominanz. Wir hoffen, es ist nicht zu sehr komplex, zu technisch. Wir versuchen es Ihnen ja zu erklären, wie wir auf unsere Erkenntnisse insgesamt kommen. Und jetzt schauen wir uns doch mal final nochmal Kaspar an. Auch der hat unserer Meinung nach nun eine sehr schöne Struktur ausgebaut. Wichtig ist es bei Kaspar, er hat so ein bisschen ein paar Sondergeschichten für uns. Wir geben ihm aber die Möglichkeit, dadurch, dass wir die Ausbrüche sehen, insgesamt die Möglichkeit, hier nach oben durchzustarten. Das würde bedeuten, wenn wir jetzt aus der Trendwendebox, wo wir jetzt raus sind, so diesen massiven Impuls sehen, als nächstes circa die 25, dann zurück auf 21 und dann übergeordnet ist es möglich, bis zu 35 Cent anzusteigen für Kaspar. Wie gesagt, das sind die nächsten möglichen Strukturen. Und wir würden eventuell sogar morgen mal ein Sondervideo für Sie einplanen. Lassen Sie uns gerne mal ein paar Wunschcoins da, aber wie gesagt, die Niveaus sind aktuell sehr spannend. Wir würden vielleicht mal 3, 5, 7 Wunschcoins von Ihnen besprechen. Einfach mal unterhalb der YouTube-Kommentarsektion den Like-Button nicht vergessen. Wenn Sie Interesse an unseren Produkten haben, einfach auch mal vorbeischauen. Ansonsten wünschen wir einen schönen Abend. Genießen Sie es, denn wie gesagt, die wenigsten sind bereit. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, ciao. Danke sehr.